Hallo, das ist BOM, Best of Magen Radio, Magenradio. Ich bin der Herr Wunderlich, das ist die Frau Anders. Wir stellen hier unsere Lieblingssendungen vor und heute bin ich dran mit Ruhe in Frieden Fernsehen. Eine Sendung. Achso, du kannst jetzt gehen. Alle sagen, das Fernsehen ist tot. Viele, so wie du, geben sogar damit an, dass sie gar keinen Fernseher haben. Als ob wir was Besseres wären, bloß weil wir unsere Filme und Serien auf dem Schrumpfmonitor auf dem Laptop gucken. Aber ist egal, das Thema heute ist das alte Fernsehen. Und das alte Fernsehen, das bedeutet natürlich auch meine Kindheit. 1977 zum Beispiel war ich noch recht klein und das Fernsehen noch richtig groß. Die ganze Familie saß jeden Abend vor der Röhre. Wir auch. Es gab gerade mal 3 Programme bei uns. Bei uns Gott sei Dank 4, weil München so nah an Österreich ist. Deswegen bekamen wir ORF 1 rein. Austria, nicht Australia. Naja, ihr Kinder wisst ja gar nicht, wie gut ihr es habt. Wenn wir damals das Programm wechseln wollten, dann musste ich 2 Meter über den Flocati-Teppich krabbeln und eine Taste mechanisch in den Fernseher drücken. Denn meistens lief ARD oder ZDF. Es gab keine Videorekorder, kein VHS und kein Internet, keine Privatsender und kein Streaming. Es war friss oder stirb. Entweder du hast am Sonntag Raumschiff Enterprise gesehen oder du konntest am Montag im Pausenhof halt nicht die letzte Folge mit nachspielen. Und den Erwachsenen ging es genauso. Politik, Kultur, Wissenschaft, Unterhaltung und Skandale, alles fand im Fernsehen statt. Man kann heute nicht mehr mit einleuchtenden Argumenten erklären, warum sich ganz Deutschland über den Wetten-dass-Skandal 1988 aufgeregt hat. Ein Mitarbeiter der Titanic hatte sich in die Show geschummelt und behauptete, er könne Buntstifte am Geschmack erkennen. Und in Wirklichkeit hat er gelurrt, gespickt, geschummelt. Das war eigentlich harmlos, oder? Lächerlich. Ein Kinderspiel. Großer Aufreger, Titelseiten. Das war noch Zeiten. Das war noch Fernsehen, das war noch Qualität, so wird das nie mehr. Und Gott sei Dank ist es so, das war nämlich ein ganz schöner Scheiß. Es klingt jetzt alles wild, romantisch, aber in Wirklichkeit ist das Fernsehen jetzt, wo es im Sterbebett liegt, viel besser, als es damals war. Als noch 2 gigantische Behörden alleine entschieden, was die Bundesbürger wieder Piefiges und Spiefiges serviert bekommen. Das roch alles schon bei der Erstausstrahlung nach Mottenkugeln. Es gab zum Beispiel bis auf Disco 77 und den Beat Club praktisch keine Rock- oder Popmusik im Fernsehen. Das Kinderprogramm war auf den Sonntagvormittag begrenzt und für die Handvoll Dokumentationen war erst spät nachts mal Zeit. Und nachts, da war dann Sendeschluss. Heute haben wir Musikfernsehen, Kinderfernsehen, Sportfernsehen, Privatfernsehen und zum Teil auch gute Sender, wie zum Beispiel Arte oder Phoenix. Guckt halt keine Sau. Denn natürlich ist das Fernsehen tot. Das Fernsehen von 1977, wo alle Familien am Abend gemeinsam konzentriert in die Röhre glotzen, ist tot und es war gruselig. Jetzt hat gleich jeder mehrere Empfangsgeräte in seinem Haushalt. Die Tochter guckt Bibi auf YouTube, auf ihrem iPhone. Der Sohn streamt illegal MMA-Fights auf seinem Laptop. Oder auch nicht. Die Mutter guckt auf ihrem Tablet 50 Shades of Himmelblau. Oder auch nicht. Und der Papa, naja, den sollen wir nicht stören, der muss arbeiten, aber da kommen echt komische Geräusche aus dem Arbeitszimmer. Jeder kann gucken, was er will und wann er will. Und deswegen und nur deswegen brauchen viele Haushalte halt kein Fernsehen mehr. Nicht, weil die Gehirnwäsche nicht mehr wichtig wäre, sondern weil sie halt individueller geworden ist. Das Fernsehen ist also tot. Aber noch nie gab es so gute Sendungen und Serien. In den USA spricht man vom Golden Age of Television. Aber die meinen halt nicht Cable, das ist, geht nämlich gerade in Bankrott. Die meinen Amazon, Netflix, HBO, ähnliches, was auch Pay-TV ist. Und das ist ja auch in Ordnung. Das eine kommt, das andere geht. Jeder darf und soll seine Freizeit so verbringen, wie er das gern möchte. Aber die Wahrheit ist, das Fernsehen ist nicht mehr ein verbindendes gemeinsames Element unserer Gesellschaft oder auch nur unserer Familien. Das ist gut, weil das Fernsehen dadurch besser geworden ist, aber es ist halt irgendwie auch schade.
Denn so langsam gehen uns als Zivilgesellschaft die gemeinsamen Erfahrungen aus. Wir zersplittern in viele kleine Seifenbläschen, die schön unter sich bleiben. Das Oper-TV meiner Kindheit kommt nie wieder. Das Fernsehen ist also tot. Amen. Aber Videoinhalte werden konsumiert, mehr als jemals in der Geschichte der Menschheit. Und das ist natürlich auch Fernsehen. Das muss man so nennen. Und damit ist es quietschlebendig. Und selbst das Oper-TV wird bleiben. Immer dieser Unsinn, dass die eine Technologie die andere ablösen würde. Die Romane haben nicht die Bibel abgeschafft, die Zeitschriften nicht die Romane, das Radio nicht die Zeitschriften, das Kino nicht das Radio, das Fernsehen nicht das Kino und das Internet nicht das Fernsehen. Und es bleibt uns immerhin noch gemeinsam die Fußball-WM zu genießen. Nee, nicht Football, Soccer. Ja, wurscht. Die WM im Operfernsehen. Nehmen wir halt das, oder? Könnte schlimmer sein. Das ist dein Text. Ach so. Also, schaut doch mal auf Morgenradio vorbei. Da gibt's die ganze Sendung und noch viel mehr. Und zwar jeden Werktag eine neue. Okay, jetzt sagen wir noch Ciao, weißt? Okay. Ciao. Ciao, bis bald.